So, auf los geht's los. Wir machen jetzt Capri-Eis. Und ich werde euch aber die doppelte Menge, die ich jetzt nehme, in die Infobox schreiben. Und ich habe jetzt einmal nur Orangensaft frisch gepresst. Und davon habe ich jetzt einfach einen Teil hier in den Topf gegeben mit etwas Zucker und mit etwas Zitronensaft. Was ich nur gemacht habe, ist, also da ist jetzt natürlich kein Fruchtfleisch drin. Ich habe das einfach noch mal durch ein Sieb gegeben und das machen wir jetzt an, dass der Zucker sich auflöst. So, und wenn sich das dann aufgelöst hat, gebe ich das Ganze jetzt zum restlichen Orangensaft dazu. Und dann können wir nämlich das Ganze auch schon in die Förmchen geben. So, ich habe jetzt hier so Mini-Förmchen. Da habe ich auch noch eine zweite von. Und die fülle ich jetzt einfach auf. Und dann geht es natürlich ab ins Gefrierfach. So, und bevor uns das Eis wegschmilzt, probieren wir mal, weil das ging jetzt voll schnell. Das war vielleicht 1,5 Stunden bei mir jetzt im Gefrierfach. Jetzt habe ich mir selbst die Frage beantworten können. Ich habe nämlich kürzlich meine Schwester und meinen Schwager gefragt, wie ich Wassereis hinbekomme, dass man es auch sozusagen abbeißen könnte, also und dass es nicht Eiswürfel werden. Das ist wahrscheinlich mit dem Zucker. Das kann jetzt nur daran liegen, weil wenn ich jetzt normal nur den Orangensaft eingefroren hätte, wären es ja Eiswürfel geworden. Dann hätte ich das ja nur so lutschen können. Heißt ja nicht, dass man es beißen soll, aber ich habe mich das halt immer gefragt, woran das liegt. Deswegen wahrscheinlich auch, dass man das nicht mit Puderzucker irgendwie verrührt, wahrscheinlich durch das Aufkochen. Also so kann ich es mir jetzt nur erklären. Und ja, schmeckt einfach ganz wie dieses, ich wollte schon sagen Calippo, ich wollte es erst in dieser anderen Eisform machen, dass es so eine Calippo-Form hat. Ja, wie das Capri-Eis. Und ihr könnt es natürlich auch, also ich weiß es jetzt nicht, wie sich das dann mit dem Zucker verhält, wenn man es zuckerfrei macht, ob das dann mit Zucker auch so wird oder ob es dann halt Eiswürfel wäre, das weiß ich halt nicht, weil das ist ja jetzt nur so meine Vermutung, aber ich will euch jetzt nicht voll labern. Ich wollte euch das da nur zeigen, dass das halt wirklich so normal wie Eis ist und nicht wie Eiswürfel. Und deswegen, ich hau mir das jetzt rein und deswegen machen wir es, naja, kurz und knapp, nach fast 2 Minuten kann man nicht sagen, ihr wisst, was ich meine. Ich mache jetzt Schluss, also macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!